Hallo, Company Heroes Freunde und ja, nochmal zu den Amerikanern. Heute geht es mal darum, wie spiele ich, wenn der Gegner auf Sturmgrenadiere geht. Wir sehen das hier schon. Mechanisierter Sturm wird gespielt von der Wehrmacht. Das heißt Sturmgrenadiere. Früh. Ich hatte das schon im Ladescreen gesehen, dass er das hat und wahrscheinlich den Kommandanten geht. Ich bringe dann ungern hier die Pathfinder, sondern baue einfach drei Rifles. Sorgt zwar dafür, dass ich später ins Game starte und weniger kappen kann auf der Map, aber ich finde es einfach sicherer gegen Sturmgrenadiere, weil die Pathfinder können dagegen sehr wenig machen und die Rifles können, haben wenigstens 5 Mann und ganz ordentlich Health, dass sie dagegen einigermaßen anhalten können und dann, wenn sie zu zweit sind, auch den Hut schießen können. Den Sturmgrenadiertrupp auf der Seite habe ich relativ wenig. Wir können ja mal kurz gucken, was der Gegner so macht. Okay, da geht ja auf die Seite Captain und auf der Seite mit dem Sturm. Ja. Jetzt die Muni. Gleich den nächsten wieder bauen und dann. Ja. Werde ich mich jetzt erstmal auf diese Seite fokussieren und mal gucken, was es da so zu kämpfen gibt. Na, ganz nett, dass er das da zudrahtet. Habe ich mich einfach an die Seite gestellt. Guck mal, was da so kommt. Weil ich jetzt erwartet habe, dass hier irgendwo das MG steht, gegebenenfalls. Könnte genauso hier unten stehen. Das sind halt die beiden Spots, wo ich es erwarten würde. Jetzt sehe ich hier den Stacheldraht. Das zu erwarten da. Gehe ich doch hier ausnahmen. Also ein bisschen Pathfinding-Problem. Ich wollte eigentlich vor Anfang an nicht rumlaufen, aber er wollte immer hier unten rum. Ah. Nee, das wird nix. Die verhindern die Flanke. Aber ich gehe jetzt stattdessen mit beiden Rifles auf die. Ja. Das habe ich auch Airborne Commander wieder genommen. Aber ja. Jetzt habe ich mich hier auch mal vorgetraut und den nächsten Sturmgrenadier gesehen gehabt. Ja, wenn ich hier oben wegen dem MG nicht rankomme, dann pushe ich eben auf den Cut-off hier hinten. Kriegt ihr die Ressourcen auch nicht. Die gehen hier hinter und warten darauf, dass der hier jetzt, der wird jetzt nämlich hier unten durch. Hier gibt es nämlich auch noch eine Lücke. Das MG von hier flanken. Und dann wird der hier gleichzeitig vorkommen und wir werden versuchen, das MG hier auszuschalten. Na, jetzt hätte ich hier eigentlich schon weitergehen laufen sollen. Weil jetzt ist die Gefahr zu groß, dass er hier aus der Basis kommt mit irgendeinem Trupp. Ich brauche den eigentlich besser für die MG-Flanke, auch wenn das jetzt hier noch nicht zu Ende gekappt ist. Ja. Aber gut, das ist halt wieder Endgame, das umzusetzen ist deutlich schwieriger und jetzt ist halt hier vorher schon mit denen da und die müssen gleich weg. Jetzt kommt ja auch der Sprint. Das heißt, ja. Das war auch schlecht. Die hätten zuerst kommen müssen, die hätten da stehen bleiben müssen. Ja. Jetzt kommt die Granate und dann ist dann Rückzug. Das MG ist wenigstens einmal weg, aber leider nicht ganz tot.
Aber wie gesagt, Optimierungsbedarf hier nicht zu Ende kappen, sondern nachdem es neutralisiert ist, direkt weitergehen, weil die Gefahr zu groß war, dass hier jemand aus der Basis kommt. Und mit dem hier wirklich so lange stehen bleiben, bis die Granate geflogen ist, dass erst dann rumkommen, weil hätte ich das MG auch gehabt, gegebenenfalls sogar übernehmen können mit einem der Trupps. Und dann wäre das Game schon deutlich besser gelaufen. So, ja, habe ich nur das MG vertrieben und meine Einheiten sind halt auch runter vom Feld. War okay, war ein passabler Tausch, aber ich habe halt dadurch nicht wirklich was gewonnen, sondern nur Ausgleich geschaffen. Naja. Dann ich erstmal einen Mörser. Gegen die MGs, weil ich ja gesehen, dass er zwei hat. Er stand hier oben, das andere kam hier unten mir entgegen. Da fand ich den Mörser keine schlechte Wahl. Auch die Granaten sind schon getaggt. Jetzt langsam wird es Zeit, zum Panzer zu kommen. Vielleicht auch noch eine wichtige Sache, wenn man das Upgrade nicht hat, dann haben die auch keine Gewehrpanzergranaten gegen ein potenzielles leichtes Fahrzeug, was da noch kommen wird. Das könnte eigentlich, glaube ich, schon da sein. Ja, kommt auch schon. Könnte eigentlich schon da sein vom Treibstoff her. Er hat es jetzt wegen der Manpower wahrscheinlich erst später gekriegt. Hier unten das Engagement gewinne ich wegen Überzahl. Erstes MG geht runter jetzt mal hier, weil ich da das schnell haben möchte und ich mich hier sicher fühle, dass da keiner vom Gegner kommen wird. Auch vom Leutnant. Leider vorher gepinnt gewesen, war ich nicht schnell genug. Hier geht jetzt noch die Granate rauf. Das MG. So. Und jetzt muss ich aufpassen, er wird hier nämlich schon den Flammenwerfer tanken, das macht man nämlich immer. Aber ein bisschen Referenzzeit habe ich noch. Jetzt muss ich hier ganz schnell zurück, bevor er mich da zur Hölle jagt. Mache ich jetzt auch. Hätte ich noch ein paar Sekunden früher machen können. Und jetzt hat er den Flammenwerfer. Jetzt ganz schnell hier. Panzerbrechende Munition ist an. Und dann wird hier noch ordentlich Schaden gemacht. Wichtig. Und der Trupp läuft jetzt hier einen Rückzugsweg. Das ist jetzt ja halt auch noch so mein Problem. Ich habe nicht gecheckt, dass man das hier erst braucht für die Panzerabwehrgranate. So in-game. Und jetzt habe ich die ja nicht, um den aufzuhalten. Was jetzt dazu führt, dass er mir bis hier zurückfahren kann, hinterherfahren kann. Was nicht ganz so toll ist. Und ja. Ich kann ihm keinen Mutterschaden verpassen momentan. Wie gesagt, aber die MGs hier sind auch passable Abwehrwaffen gegen so leichte Fahrzeuge wie das. Mit der panzerbrechenden Munition. Entsprechend ist das jetzt meine Verteidigung erstmal und jetzt habe ich auch die Granaten. Kommt auch noch ein zweites MG. Hätte ich wahrscheinlich besser den Steward zuerst bringen sollen. Dann habe ich mich ein bisschen verklickt. Der kommt nämlich jetzt erst. Erst den Steward und dann das MG. Dann wäre der Steward ein bisschen früher da gewesen. Aber ist schon okay. Jetzt als nächstes bräuchte ich Heilung. Nämlich langsam sieht das böse aus bei meinen Einheiten. Ja. Out up. Das wird nix. Meine Echolons. Ist der überhaupt ein MG zum Schießen? Ja. Ach, trifft nicht. Schade. Da kommt der Steward. Machen wir mal ein bisschen schneller. Mir ist auch ganz nett mit den Fähigkeiten hier. Granatenschock.
Das hat so eine Abwehrfähigkeit, wenn er auf einen Panzer schießt, dann schießt, trifft der Schlechter zurück. Ja, kurze Zeit. Ihr steht jetzt, reduziert Sichtweite und setzt die Primärwaffe für kurze Zeit außer Gefecht. Und Krüppelschuss, ja. Kurze Zeit kann der gegnerische Panzer langsamer fahren. Also der Steward ist am Late Game auch noch durchaus stark. Wo man damit diesen Krüppelschuss auf den Panzer setzen kann und dann kann man mit dem Pax den finishen. Muss man aber auch erstmal dran denken, dass das geht. Dann gehen wir den Hotkey dafür kennen. MG baut sich natürlich wieder ultra schnell auf. Die sind gleich gepinnt. Ja, jetzt kriegt er auf jeden Fall eine Antipanzergranate ab, auch wenn das mich jetzt meinen Rifles ordentlich kostet. Bin hier vorher extra noch aus dem Feuer rausgefahren, damit die nicht ganz so viel Schaden nehmen. Und das war's dann mit dem Fahrzeug. Jetzt ist das rausgelaufen. Man muss, ist ja auch wieder so Feuerstöße zwischendurch. Das heißt, man kann durchaus da mal rauslaufen und gibt für ein paar Sekunden wieder nichts und danach kommt wieder der Feuerstoß. Aber gut. Jetzt ist natürlich Zeit, hier einfach reinzufahren. Das MG mal wegzuholen. Ja, ich dachte, ich krieg da noch eine Granate rauf, vielleicht, wenn er nicht aufpasst und die nicht umrichtet. Auf das MG hat er aber gemacht, durch die Granate nicht kommt. So, und jetzt wird hier das MG gechased. Leider steht da eine Pack. Und es kommen die Panzerabwehrtruppen. Ich denke aber, jetzt komme ich so raus. Leider trefft aber alles und die Pack noch auf Long Distance. Deswegen ist das Steward jetzt weg. Ja, ein bisschen verschätzt. Würde ich sagen. Da hätte ich wahrscheinlich einfach wieder zurückfahren sollen nach hier. Aber gut. Was soll ich denn mit diesen Frischlingen anfangen? Wir verlieren einen Eroberungspunkt. Absprung Ja, der Boy ist dann auch nicht zurückzuziehen, war sowieso schon zu spät. Dass es sich nicht rechtzeitig abbauen lässt. Da hat er jetzt nicht aufgepasst und drauf dann nochmal die Granate. Einfach dafür, dass das MG schon geschwächt ist und jetzt easy mein MG den Kampf gewinnen kann. Er merkt auch schon, dass das nichts wird und zieht sich hier direkt zurück mit dem MG. Ja, und jetzt können meine Echolons hier den Punkt wieder einnehmen. Ja, die Wehrmacht, da gebe ich halt sehr wenig Fuel hier insgesamt. Hat sogar schon die zweite Kampfphase getaggt. Könnte jetzt auch mal, genau, das Gebäude von Panzer 4 kommt sehr zeitig. 10 Treibstoff braucht er noch dafür. Die wird er auch noch kriegen, bevor ich das hier die Kappe. Schwimmen wir mal ein bisschen vor, weil jetzt erstmal nichts passiert. Pack habe ich mir aber gerade zeitnah schon geholt, weil ich wusste, was da bald kommen kann. Und jetzt gehe ich auch langsam auf Panzer. Ich hätte jetzt eigentlich schon eine Panzerkommandant holen können hier. So ab 170 oder so kann man das mal machen. Dann kann man sich danach hier so einen Sherman ziehen für 110 Treibstoff. Meistens macht eher der Jackson Sinn. Also ein Sherman gewinnt gegen Panzer 4 nicht. Ist halt die Frage, gegen Infanterie ist es dann doch der Sherman. Und wenn feindliche Panzer wie Panzer 4 oder ja, der Hunter auf dem Feld sind, dann holt man sich halt einen Jackson. Gegen sowas würde ich jetzt auch mit dem Sherman spielen. Grundsätzlich. Weil es ist halt nur gegen, gut gegen Infanterie. Macht wenig gegen einen anderen Panzer. Ja,
Ich habe halt alles, was ich brauche. Jetzt hole ich mir noch die dritte Siegmarke und dann... Ah, Minenfeld. So. Ah, hier sind auch meine Fallschirmjäger mittlerweile runtergekommen. Habe ich gar nicht mitgekriegt, wo ich die gerufen habe. Ja, da muss ich jetzt zurück. Ah, das war der Mörser. Ärgerlich. Ärgerlich. Das ist auch gut. Echolon Artillerieschlag verloren, weil ich gerade woanders am Mikron war. Den hätte ich jetzt hier gebraucht, weil der Echolon ist derjenige, der den Minen, an dem man den Minensucher aufbauen kann, um halt sowas zu räumen. Und dann habe ich halt das Spiel mit den Lebenden. Räumsoldaten gemacht mit meinen tollen Fallschirmjägern und schicke hier jetzt halt einen Billigtrupp rein, dass er sich in die Ecke hier stellt, um das zu kappen. Genau, auch ich weiß, dass jetzt bald ein Panzer 4 kommen wird und deswegen kommt hier der Jackson und nicht der Sherman. So. Da überschätze ich, wie viel Leben hier der hat, aber ist noch lieber zerstört. Oh, das ist ein scheiß Trade. Ist nur... Der steht hier ja noch. Der kann wieder bemannt und repariert werden. Meiner ist tot. Ja, das fand ich gut. Sagen wir es so. Aber ich dachte echt, der hält mehr aus. Außerdem hätte ich hier rüber zurückfahren sollen. Dann wäre da nichts passiert. Auch sehr ärgerlich. Hat die Pack einfach einen guten Dienst getan. Aber gut, Infanterie habe ich noch. Also, er verpeilt das jetzt hier auch mit seinem MG, was daraufhin wieder zurück muss. Hier geht der Cut-Off wieder raus. Ein MG habe ich mir auch klauen lassen. Bisschen blöd. Aber gut. Ich habe immer noch alles auf meiner Seite. Die Sigmarken ticken langsam runter. Ich habe mir jetzt auch extra noch ein Echolon geholt, um hier den Minensucher auszubilden. Ja. Und im Tausch habe ich auch hier ein MG34 gekriegt. MG42 ist das von der Wehrmacht. Da kommt der nächste Jackson. Aber wie gesagt, ich erwarte immer noch den Panzer 4, dass der bald kommt. Stattdessen bringt er jetzt das vierte Gebäude und den Brummbär. Will er Anti-Infanterie spielen? Sehr interessant. Hätte er sich aber eigentlich denken können, dass ich auch schon eine Pack habe. Und ja, er hat sich wahrscheinlich gedacht, einen weiteren Jackson kann ich mir nicht mehr leisten. Jetzt, wo der eine zerstört ist, aber holt das natürlich direkt nach. Ja. Das ist natürlich übel gegen Infanterie. Jetzt sehe ich aber, was das ist. So, und jetzt denke ich mir auch so, egal, ich muss den einfach nur weg davon halten. Die hier müssen hier Schaden machen, die Sigma gehalten, und dann ist das schon gewonnen. War jetzt auch relativ YOLO wieder rein. Gegen die beiden plus den hier ist der Jackson halt gleich schon wieder tot. Und der Panzer nicht. Ich muss auch zugeben, ich habe nicht oft mit Jacksons gespielt, deswegen kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie viel die an Schaden nehmen können. Hier bin ich noch kurz geblieben, auch wenn das mich jetzt bei den Fallschirmjägern viel gekostet hat. Und habe den einen Trupp hier getötet. Aber ja, jetzt ist halt schon aus, weil die Siegmann ticken runter. Und... Das war's dann auch. Zu den Fallschirmjägern. Hier habe ich noch das MG ausgegeben. Das kann man jetzt leider nicht mal sehen, aber ich sag kurz, was das macht. Also das MG ist eigentlich... Wer Fallschirmjäger holt, gibt immer dieses MG aus. Ihr könnt auch die Nahkampfwaffe ausgeben. Die sind auch ganz gut, gerade um den Rückzugsweg oder gegen solche
Nahkampfeinheiten der Wehrmacht wie Sturmgrenadiere oder Panzergrenadiere zu kämpfen. Aber dieses MG ist halt ultra stark auf Mittel- und Long Range. Da schnetzeln die Fallschirmjäger ganz schön was weg und die kriegen halt 2 von den MGs mit dem Upgrade. Sieht man auch hier. Verdammt stark. Auch im Late Game. Das ist absolute Elite-Infanterie. Das ist nicht so unbrauchbar wie die Ranger jetzt im ersten Teil. Und wir haben auch so eine Unterdrückungsfähigkeit damit, womit sie feindliche Einheiten so niederhalten können. Ähnlich wie das 50 Cal hier. Kostet halt 20 Munition, muss man einmal anschmeißen auf eine Einheit drauf. Auch ganz nett. Von daher sehr schöner Trupp. Ja, das war das Game. Ja, gegen Sturmgrenadiere, wie gesagt, immer ein bisschen aufpassen. Distanz wahren und gucken, dass man immer in der Überzahl am Anfang den entgegentritt. Dann am besten früh MGs holen. Das ist natürlich der Hardcounter gegen die. Und ja, das war's mit dem Game. Ich wünsche einen schönen Tag und noch viel Spaß. Willkommen in die Furious.